Ende letzten Jahres wurde uns sowie der Staatsanwaltschaft Leipzig bekannt, dass in Leipzig hier ein Arzt praktizieren soll, der keiner ist. Wir haben daraufhin die Ermittlungen aufgenommen und festgestellt, dass er in der Dieskaustraße eine Praxis betreibt. Also ich wollte einen allgemeinen Check-up mal wieder haben. Das habe ich ein bisschen schleifen lassen in der Vergangenheit und wollte einfach mal ein Blutbild haben, ein EKG geschrieben und einfach mal auch einen ganz normalen Check-up, halt, was man halt so mal machen sollte nach geraumer Zeit. Und war dann relativ überrascht, als ich in die Praxis reinkam, wie das dort so strukturiert war. Es kam mir vor wie ein, ja, wie eine gerade umstrukturierte Einzimmerwohnung, wo ein Herr am Empfang gerade noch die IT oder die Meldetechnik installiert hat. Hallo. Hallo. Setzen Sie sich da bitte. Hier? Ja. Ja. Okay. Also sind wir heute hier wegen einer großen Blutbild, glaube ich. Genau, ich weiß nicht genau, wie jetzt irgendwie ist. Ja, wir wollten mal einfach. Also checken. Ich habe mich dann auf die Liege platziert und der Arzt hat versucht Blut zu nehmen, also venös Blut zu entnehmen. Einmal an der linken Seite und zweimal an der rechten Seite. Und das hat beim dritten Versuch dann auch nicht geklappt. Und deswegen habe ich dann die Behandlung abbrechen lassen. Er wirkte immer sehr unsicher. Dann hat man an seiner Mimik, an seinen Augen gesehen. Da gehört schon eine erhebliche kriminelle Energie dazu, jetzt mal unabhängig von dem konkreten Fall und ganz allgemein. Ist das so? Das ist natürlich Betrug, ich glaube, so nennen die Juristen das, und auch Urkundenfälschung, welche Tatbestände das darüber hinaus erfüllt, dazu kann ich nichts sagen. Ja, das ist wieder abhängig von den konkreten Handlungen, die dort stattgefunden haben. Aber es ist natürlich im höchsten Maße, wenn sich das bestätigt, dreist. Ja, selbstverständlich bin ich sauer auf diese Person. Das ist ja klar. Also nicht nur, dass er hier einen Berufstitel ergaunert hat und damit ja auch Geld verdient, schlussendlich spielt er ja auch mit dem Vertrauen der Person.